Mein Name ist Ulrike Zuberl, willkommen zu Zeichensetzung. Ich möchte Ihnen heute einen Roman vorstellen, der weltberühmt geworden ist. Die Abenteuer der schönen Chariclea von Heliodor. Heliodor war der Sohn des Theodosius aus Emesa, dem heutigen Homs in Syrien. Er stammte aus einer Familie von Helios-Priestern und schrieb und lebte im dritten nachchristlichen Jahrhundert. Es ist also ein ganz, ganz alter Roman, der aber im Mittelalter berühmt war, im Barock berühmt war. Verdi hat in seiner Oper Aida Motive aus diesem Roman übernommen. Es ist ein ganz berühmter Roman und sein Originaltitel ist Ethiopica, weil er zum großen Teil und ganz wichtig in Äthiopien spielt. Erzählt wird die Geschichte von Chariclea und Theagenes, einer Apollopriesterin und einem Thessalier, die sich unsterblich ineinander verlieben und ganz furchtbar aufregende Abenteuer erleben im Mittelmeerraum. Sie werden von Piraten entführt, fallen unter Räuber, sie werden getrennt, sie finden sich wieder, sie werden begehrt und bei all den Gefährdungen, die auf sie zukommen, bewahren sie sich doch immer ihre Treue und ihre Keuschheit. Und dieser moralisierende Komponente dieses Romans hat ihn dann eben auch für das ganze Mittelalter möglich gemacht. Die christlichen Interpreten konnten sie als Beleg für eben die schon christliche Treue und Keuschheit übernehmen. Der Roman spielt in Griechenland, er spielt in Ägypten und in Äthiopien. Wir kommen zu den Ufern des Nils, wir kommen zum Delphi-Orakel in Griechenland, wir erleben die grausamsten Opferriten, wir erleben die gefährlichsten Situationen für dieses Liebespaar und eine Fülle von Personen werden uns vorgestellt, die man auseinandersortieren muss und die manchmal die Lektüre und das Zuhören etwas beschwerlich machen. Aber wie gesagt, in den Beschreibungen unterhalb der Videos finden Sie dann kurze Inhaltsangaben zu dem jeweiligen Kapitel und die einzelnen Beschreibungen der Personen. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei den Abenteuern der schönen Chariclea und ich kann Ihnen nur sagen, dieses Buch war bei uns im Historischen Institut mit einer langen Kette am Bücherregal befestigt, weil es immer auf unerklärliche Weise verschwand.